Lama Minecraft-Charakter, das ist unfassbar. Ja, du musst jetzt sterben für eine gute Sache. Okay, ich glaube, ich bin irgendwie dann hier so in die Richtung gerannt. Ah, ich will sprinten. Schnell, ja! Bitte, bitte, bitte! Ui, da haben wir uns ja schon ganz schön rausgewagt, du Leute, Leute, ey, ey, ey. Da ist ein Wolf, oh wie cool. Da so, drüben. Sind wir komplett in die falsche Richtung gelaufen. Na, wären wir ja nie zum Ziel gekommen. Da hätten wir ja uns ja ewig im Kreis gedreht. Also gut, dass wir gestorben sind, hä? Hier. Oh, ist das geil. Guckt, oh. Oh, Eisen, oh. Oh, das tut so gut. Das ist Balsam für die Seele. Wisst ihr, was ich meine mit kleinen Freuden am Leben? Ich würde sagen, die Musik passt perfekt. Und dann würde ich mal sagen, kennt ihr das Sprichwort? Also ich finde es extrem geil. Es gibt keinen großen Verlust ohne einen kleinen Gewinn. Wenn man darüber nachdenkt, dann ergibt sich der Sinn meistens fast jede Situation. Und wer oder hätte uns dieser nette Creeper nicht in die Luft gesprengt, wäre ich jetzt ewig in die Richtung gelaufen. Ich hab's echt verpeilt gehabt hier. Komm, die Bäume lassen wir mal so an Erinnerung unserer freudigen Begegnung mit dem Herr Creepermann. Unwichtige Items liegen ja noch irgendwelche rum. Also da hätten wir echt ewig suchen können. Also, Alter, das ist ja richtige, jetzt ja schon Episode. Meine Fresse, also ich dachte echt so, der Creeper kommt so. Nein, bitte nicht du, Creeper, tu das nicht, ich hab nur noch ein Herz. No. But. Und das war's, aber Juti. So, hallo Schaf, ich sag hallo mit der Faust des netten Zombies. So, dann laufen wir wieder zurück. Ah, oh, das ist gerade so eine echte Erleichterung. Also Minecraft-Let's Player, wenn man schon da so die ganze Zeit am Rumwühlen in der Erde ist und dann ewig und drei Tage lang, tausende Folgen lang mit aufnimmt und dann denkt man sich, so, ja, jetzt hast du diesen bisschen Eisen so gesammelt und dann war es das alles von sonst, wie man sagt, also für nix. Das ist nicht so schön. Und das merke ich mir mal hier, das Gebiet, das gefällt mir eigentlich ganz gut, nur das ist, ja, hier ist Schnee, so ist ganz nett. Oh, meine Fresse. Naja, gut. Blümchen, Schafchen. Mäh. Muss ich doch Hallo sagen. Und wenn wir dann wieder da sind, dann denke ich mal, craften wir uns einfach in die Erde, um dann Redstone zu finden. Oder ich werde jetzt beziehungsweise erstmal einfach ein normales Beet anlegen. Denn Redstone ist uns nicht sehr freundlich gesinnt, um es positiv auszudrücken. Was haben wir jetzt hier für eine düstere Musik? Wir wollen doch jetzt hier Happy Laune schieben, warte mal. Ist das lustiger, das Stück? Man weiß es nicht genau. Da haben wir noch ein bisschen Kohle in der Wand. Können wir noch was auf... Ach, wir haben so viel Kohle. Komm, lass die Kohle Kohle sein. Okay, wir könnten ein paar Zombie-Hände essen. Wie ist das eigentlich? Was ist eigentlich der Nachteil, wenn man Zombie-Hände isst? Steht das da vielleicht? Hunger? Da ist so ein Blubbeltrank? Hm. Und der Fluss ist ja auch schön. Also ich stelle mir hier gerade so vor, so ein kleines Häuschen am Fluss. Aber hier, dann könnte man hier noch ein bisschen Wald anpflanzen. Nicht schlecht. So, jetzt darf ich mich nur nicht schon wieder verlaufen, weil letztes Mal komplett in die falsche Richtung gespackt. Nicht so optimal. Schöner Fluss. So, ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut jetzt gerade, oder? Und wenn ich jetzt einfach mal noch ein Lied weitermache. Und noch eins weiter, und noch eins weiter, und noch eins weiter. Boah, lass mal das plätschert doch ganz nett. So. Also ich denke... Fährt durch. Ich dachte schon gerade ein Apfel, aber nö. Obwohl, ein Apfel würde ich auch mal gerne sehen, ob man die jetzt hier bekommt. Man soll ja angeblich, ne, jetzt aus Bäumen Äpfel bekommen. Hm, nur so Setzlinge. So, komm, gib mir Apple. Gib mir your Apple. Please. War da gerade einer? Nee, ne? Come on, Tree. Give me your apple. Meine Fresse. Jetzt hier mal ein bisschen nett sein. Krieg ich jetzt heute noch einen? Komm schon. Ich finde mal, also sieht ja nicht so aus, als ob die Wahrscheinlichkeit für so einen Apfel relativ hoch ist.
Kann man irgendwie sich eigentlich automatische Baumfarmmaschinen machen? Wahrscheinlich nicht, hä? Also Blätter wachsen ja auch nicht nach und irgendwie... Wenn man halt gerade den großen Holzfäller spielt, dann kann man vielleicht fallen dann die so Pipe runter. Wahrscheinlich ganz nett, aber ich jetzt hier den ganzen Baum entlaube... Ach komm, ich mache noch 4 Stück, ja? 1, 2, 3, 4. Doch mehr gemacht. Ja, meistens ist es ja so, wenn man sagt, immer noch 4 Stück und dann den 5. noch macht, dann kommt er beim 5. aber... Pff. So, jetzt darf ich mich nur nicht verlaufen. Kommen wir jetzt überhaupt von hier? Ich weiß es nicht genau. Ihr merkt schon, mein Ortssinn in Minecraft ist super Weltklasse. Darum dachte ich mir, wäre es vielleicht besser, wenn wir irgendwie, doch, da hinten sieht es nach unserem Wald aus. So ein bisschen, zumindest. Ich erinnere mich, glaube ich, hier so ein bisschen an das graue Schaf. Erinnere ich mich, glaube ich, auch. Ne? Du kleines, molliges Schäflein. Geht die Sonne gerade unter wieder? Ja, sieht so aus. So, dann nichts wie schnell. Ab nach Hause. Ey, was wollte ich eigentlich... Ja, genau, was ist eigentlich der negative Effekt bei Zombie-Händen? Beziehungsweise Dönerfleisch. Kann man da irgendwie... Kriegt man da mehr Schaden? Oder... Ja, was ist das? Wie viel haben wir eigentlich? 63 Eisenhammer, das ist gut. So. Hüppe, 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 hüppe. Ist das nicht hier unser Sumpf sogar? Oh, wie schön, wieder zu Hause zu sein. Zwischendurch wurden wir ja aus Versehen nach Hause geportet, aber das zählt jetzt mal nicht, ne? Das vergessen wir alle ganz schnell wieder. So. Ach ja, unser schönes Eis. Ich hoffe mal nicht, dass das Eis bis vorne an unsere Dingens rankommt. Bis an unsere Schilfdinger. Weil ich weiß nicht, wenn da Eis davor ist, ob da immer noch das Schilf wachsen kann. Zum Notfall mache ich, wie mal jemand in den Comments vorgeschlagen hat, ein paar Fackeln davor. Also hier direkt ans Schilf, damit das Eis schmilzt, bevor es hier rankommt. Weil das will ja niemand. Und bald ist es auch schon wieder erntreif hier, unser Schilf. So. Ja, sieht doch schön aus, unser Häuschen schon. Jetzt machen wir hier noch die Stufen so ein bisschen fertig, denke ich mal, irgendwann. Und bauen noch das Beet und irgendwann vielleicht eventuell einmal noch Redstone. Mit Redstone ist es doch irgendwie immer so... Ich sollte hier das noch ein bisschen ausleuchten. Auch in den Kommentaren wurde ich darum gebeten. Mit Redstone ist doch immer so eine Sache. Meistens geht man in eine Höhle und hat keinen Bock auf Redstone und möchte sich das gar nicht holen. Aber wenn man dann mal auf Suche nach Redstone ist, dann ist Minecraft so gewieft und sagt, nee, du kriegst keinen Redstone. Das ist doch genauso wie mit dem Regen und dem Regenschirm. Weißt du, wenn du rausgehst mit dem Regenschirm, regnet es nicht. Und wenn du den Regenschirm vergessen hast, dann regnet es. Bam. Scheint mit dem Redstone sich ähnlich zu verhalten. Aber naja. So, jetzt packe ich erstmal unser gutes Zeug in die Truhe rein, damit es mir kein Creeper oder Enderman oder was auch immer wegstibitzen kann. Jetzt haben wir wenigstens auch ein bisschen Pflastersteine, ja, Cobblestone. Auch so wunderbare Übersetzung hier von Pistons. Was war denn das gleich nochmal? Ich guck mal ganz kurz nach. Piston. Kolben. Pisten heißen Kolben. Lächerlich, sage ich dazu nur. So, was ich jetzt noch ganz kurz machen wollte, war 2 Schilder craften. So ging die, glaube ich, oder? So. 1 und 2. Und dann mache ich die mal oben an unsere Dingens ran. Ihr wisst schon, ne? So. Und dann haben wir ja uns auf jeden Fall noch was zu tun. Ich dachte zwar, ich schaffe jetzt mit der Aufnahme hier eine gute Getreideerntmaschine oder so. Dachte mir, nimmst du mal ein bisschen Zeit so zum Aufnehmen, aber nö, dafür haben wir Eisen, eine coole Begegnung mit ein paar netten Creeper-Gesellen, die einen anlächeln, als ob, keine Ahnung, sie ein bisschen zu viel von irgendwas genommen haben. Und, oh, die sind ja so süß, Effekt haben die irgendwie voll drauf, ne? Und ja, war doch ganz cool. So. Was wir jetzt noch machen können, ist vielleicht...
Übrigens, ihr wolltet wahrscheinlich auch eine Treppe in den Keller. Das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Ich bin mir extrem unschlüssig. Soll ich hier eine Treppe machen oder soll ich irgendwie die Leiter so lassen? Vielleicht noch ein bisschen verschönern oder so, aber wirklich in den Keller noch eine Treppe? Das würde mich interessieren. Also Comments mal bitte. So eine wunderbare Sache dafür. Hier, damit wollte ich. Das wollte ich dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und da rein und dann gehen wir hoch und machen das noch, bringen das schon schnell. Oh, Entschuldigung. Bringen wir das hier noch schnell an, dann machen wir das hier noch fertig. So. Dann sieht das nämlich auch schon mal ganz gut aus, ne? Weißt du Bescheid. Wollen wir das hier in der Ecke auch noch machen? Ich glaube, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Und dann könnte man hier irgendwie noch so Zäune oder so ranmachen. Naja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall alles eine Sache, die wir fürs nächste Mal uns dann vorbehalten. Und ich sag dann einfach mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Minecraft-Aufnahme hat euch gefallen und war spaßig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.